Moin, ihr kleinen wilden Blutsauger. Willkommen zurück bei Stalker. In der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen hier gefightet gegen Banditen, wie so oft. Die sind ja überall verbreitet auf der Müllhalde und vor uns liegen jetzt auch Banditen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit diesen Quest noch abgeholt, von dem ich geredet habe. Da müssten jetzt muss ich mal vorsichtig rauszoomen. Na, seht ihr, jetzt ist hier dieses Fadenkreuz aufgetaucht, von dem ich geredet habe. Wir sollen für Sidorovic, den Händler aus dem Kordon, noch so einen Koffer mit Dokumenten holen. Das geht auch, es verbindet sich ganz gut mit dem Maulwurf, den wir treffen sollen. Das ist hier und dann kann man, wenn man richtig läuft, direkt hier hinten rauskommen und sich in die Militärbasis schleichen wird es wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall reingelangen. So, vor uns ist jetzt noch hier so ein bisschen Banditengebiet, bevor wir das Gebiet wechseln können. Ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich weiß nicht, wie die aufgestellt sind. Die Hunde. Oh, ist das auf der Bahn? Ich sehe den nicht. Dass die mal gleich mit Granaten reagieren müssen, die Penner. Am besten ist, wenn man sie kommen lässt. Weil man sieht die echt ganz schlecht hier. Von da hinten? Wow. Gar nicht gut. Schmeißt schon wieder in der Granate. Alter, wo die hinschmeißen? Am besten mal warte wirklich, bis die kommen. Das ist ja ziemlich nah dran, wenn er mit der Schrotflinte schießt. Okay, was machen wir jetzt? Da können wir auf jeden Fall raus. Da bewegen sie sich. Ich glaube nicht, dass ich die treffe. Bisschen mehr Übersicht wäre cool. Oh. Na gut, solange nur das passiert, geht's ja. Schlimmer wird, wenn das ganze Spiel ständig abschmiert. Sind sie denn da? Haben wir erwischt? Drei oder vier? Das Ding ist verdammt genau richtig geil. Da läuft noch einer hinter der Bahn. Oh, das ist echt schwer, auf so kleine Punkte zu gucken. Ich glaube, das Schlimmste haben wir rausgenommen. Das? Nee. Wir laden mal nach und gehen runter. Kann ja bloß noch ein oder zwei sein, das kriegen wir ja wohl irgendwie hin. Aber da flucht auf jeden Fall noch jemand. Da ist er dann. Oh. Okay, noch einer raus. Zeig doch mal, was da könnt ihr, ihr Spritzer. Das Ding ist richtig gut, Alter. Die will ich für immer behalten. Wow! Hier schön hergeballert gerade. Sonst erstmal kurz versorgen. Multivitamin. Multivitamin geht immer. Schön kennen wir ja. Versorgung. Ey, das sind zu viele. Ja, es gibt natürlich auch ordentlich Loot, ne? Und der mit der Schrumpflinte hat uns gerade schön erwischt. Das ist eine doofe Stelle zum Rauspieken.
Steht er da, oder? Der ist hier fertig, der Rest geht. Da ist auch noch einer. Hab ich getroffen? Verdammt. Ich will jetzt hier nicht die ganze Folge hier oben rumtun, weil ich Angst habe, da rauszugehen. Da ist er. Okay, der ist raus. Okay, ja, jetzt machen wir. Jetzt ziehen wir durch. Schnell runter. Machen wir noch eine Kleinigkeit um uns. Obwohl, es geht eigentlich. Das würden wir jetzt nicht verschwenden unbedingt. Wir können uns ja, wenn wir nicht im Kampf sind, können wir uns ja dieses Artefakt an den Gürtel schnellen. Wenn wir nicht beschossen werden, ist es ja egal. Ob unsere Resistenzwerte verringert sind. Die haben wir aber liegen lassen hier, die Jungs. Ich weiß nicht, ob ich die Pistolenmunition wieder mitnehme. Ob sie das lohnt. Der hat uns hier so hart getroffen. Schokolade, oh, nehmen wir mit. Ist aber ein schön unvorsichtig, hier so rumzuluten. Gucken erstmal oben auf dem Hügel. Eine Malie, aber die ist glaube ich unter uns. Okay, sieht sauber aus. Alles klar, dann looten wir noch den Rest und dann ab ins nächste Gebiet. Die habe ich aber echt gut getroffen hier, die Affen. Übrigens habe ich auf dem Weg, als ich nochmal am Cornern war, um diesen Quest abzuholen, habe ich noch drei neutrale Stalker getroffen. Die haben in so einem Tunnel unter der Brücke hier gewohnt, oder gecampt halt. Und die hatten alle drei so richtig krasse Pumpguns. Da habe ich kurz überlegt, ob ich vielleicht einen umniete. Um diese Flinten zu bekommen, ne? Aber ich hätte gesagt, nee. Ich glaube, hierfür sind wir noch nicht sexy genug. Da hinten ist auch irgendwas versteckt. Aber das lassen wir alles noch. Wenn wir uns den ersten ordentlichen Anzug geleistet haben, dann gehen wir darin. Nein, noch ist das Gewicht ja in Ordnung. Ob ich die jetzt behalte? Ja, so als Not, ja. Pistolenmunition findet man immer. Ich glaube, wir kriegen Autosave, wenn wir das Gebiet verlassen. Was zeigt der eigentlich mit unserem Anzug an? Ist der schon so kaputt? Also ein bisschen, ja. Ach, von den Werten her geht's. Zack. Mal gucken, was ordentlich wäre schon schön, irgendwas robustet. Überhaupt was Besseres, damit wir uns mal so ein bisschen in so Anomaliefelder bewegen können, um ein bisschen was rauszufischen, naja. Mal kicken, jetzt dürfen wir uns erstmal wieder kloppen. Wir laufen schon mal los, bis er sie ausgebissert. Je früher man da ist, umso besser.
Oh, eigener Mann. Scheiße. Oh, ich werde schnell geschoben. Granate, ich. Eigentlich müsste ich kämpfen, aber das ist alles so gutes Zeug. Oh. Ich lade mich gerade von allerfeinsten. Oh, ich kann nicht laufen. Drop, 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 unload, drop. Hat sie von alleine erklärt, so wie das aussieht. Die behalten wir, die verkaufen wir gleich. Geht besser als in der Originalfassung. In der Analfassung. In der Originalfassung sterben die ganzen Stalker immer so wie. Ich feiere das hier so, Alter. Dass die diese Rüstung tragen. Und hier kann ich ja kaum was verkaufen, Alter. Hier, nimm das und sonst nichts. Kann ich echt nichts geben. Die würde ich nur behalten. Ich überlege, ob wir die Weiber verkaufen, weil die Muni, die kriegen wir eh nicht mehr so schnell ran. Aber erst suchen wir uns einen Stalker, der ein bisschen mehr Kohle auf der Tasche hat. Das wäre ein guter Mann gestorben. Streiten das hier, was ist denn da los? Oh, das ist cool hier. Da hatte ich noch eine AK und noch eine AK. Ich noch ein Soldat. Schokolade. Oh, ich bin schon überladen. Ich hasse das. Leute. Ich möchte euch was verkaufen. Der hat ein bisschen mehr. Nimm das. Und das. Und was können wir noch geben? Hier. Wir müssen ja ein bisschen Kohle machen, ja? Trade. Ist gut, dass die das immer alle so kaufen. Dich schon? Nee. Oh, jetzt habe ich die Kackpistole aufgesammelt, verdammt. Oh, der hat eine coole Granate dabei. Könnte eigentlich nützlich sein. Kaufen wir ihm ab. Hier kriegst du die Viper auch, ist mir egal. Nee, die behalte ich, Alter. Das ist ja gute Munition. Nee. Das ist Dussel, das ist die normale Munition hier. KM. Nochmal 1000 Rubel. Zack, okay. Quatschen wir mal mit dem Maulwurf. Steht der hier schon freundlicherweise? Oh ne, jetzt ist er weg. Hier haben wir schon 14.000 Rubel. Hatte ich nicht schon mehr? Ich glaube, ich werde die beschissen. Спасибо, друг. Выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Послушай, военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и побыстрее. Побежали, я тебя выведу. Normalerweise greifen jetzt noch mehr Militärs an. Zu weit weg für die süße Knifte hier.
Geh weg! Ja, bestimmt coolen Shit bei. Okay, ich glaube, das waren alle. Würde die Jungs schon noch einer durchsuchen. Auch alle, was hier hinten ist, aber wir speichern erstmal. Ich hoffe, dass der Heli mich jetzt nicht einfach runterballert hier. Das geht ja schon so ein bisschen auf den Sack, ja? Aber die Munition. Oh, die haben aber wieder erwischt hier, die Hunde. Ja, da sieht man schon, dass die ein bisschen erfahrener sind. Okay. Medikits. Ja, das kann man halt nicht liegen lassen, ne? Granaten. Die Waffen sind natürlich auch geil, Alter. Da können wir nicht viel von mitnehmen. Oh, ein Versteck. Gleich sind wir weg hier. Das ist auch ein schönes Ziel hier. Was steht da? Fuel Can. Achso, hier vorne lag noch einer, ne? Wodka brauchen wir ne. 3000. Munition haben wir erstmal. Wenn ich die aufhebe, sind wir wieder zu schwer. Ich würde am liebsten alles vollpacken. Die Waffe will ich. Mann, die Waffe! Okay, weg hier. Die warten eben hier außerhalb auf uns. Das haben wir doch übertrieben. Ich will doch nur meinen Shit an euch verkaufen. Ich gebe euch das. Nochmal 1,5 plus. Der Heli soll verschwinden, der nervt. Warum? Ach so. Hup. Тут тихо. Можем подождать, пока рейд закончится. Серый сказал мне, что ты ищешь. Это здесь, где-то под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Der Mund sie bewegt. Danke für die Hilfe, sagt er. Und jetzt sage ich ihm, ich suche nach Strelok und er sagt uns, hier im Untergrund ist irgendwo sein Versteck. Alles klar. Danke, Tack vor Informachun. Jetzt verkaufe ich ihm noch die Knarre. Papp. Und dann sage ich, wir sehen uns wieder. Alles klar, nehmen wir mal einen Untergrund. Und hier wird es jetzt ein bisschen lustig. Eigentlich hätten wir uns mal noch um eine ordentliche Schrubflinte kümmern müssen. Denn hier unten taucht wahrscheinlich unser erster richtiger Mutant auf. Der uns so ein bisschen übler an die Wäsche will. Lass mal die Lichter anmachen hier.
Gespeichert müsste ja sein. Jetzt mach doch mal ein Licht aus, weil ich glaube, hier unten sind Banditen. Ihr wurdet rausgenommen. Spielende für euch. Gut, dass die Lampen anhaben. Die Geräusche sind echt super, Alter. Na komm schon. Ich glaube, die können mich nicht sehen. Dich habe ich. Da kommt noch einer von links. Der lebt noch. Ich spring da aber rum da hinten. Ich häng hier auch irgendwo. Ne, da kann keiner kommen. Okay. Scheiße, wir bluten. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Kaltes, klares Wasser. Und was essen sollen wir noch? Schön in so einem düsteren Keller hier, super. Mal offen auf der Fläche gestellt. Ah, die Knarre, ich liebe sie, Alter. Noch ein Versteck, Alter. Läuft hier für uns. Müssen wir bloß mal plündern, die Dinger. Ah, wir lassen es liegen. Ja, das ist ja Schwachsinn. Aber die sind... Ihr habt wieder echt Pech gehabt hier. 80 Schuss Schrot, das werden wir nachher alle noch gut brauchen. Weiß gar nicht, ob man hier... Das ist Säure, ja. Kann man auch Artefakte finden. Hier ist die Elektro-Scheiße. Die kommt jetzt her. Aber da gibt es nichts zu finden für uns. Was ist das denn? Ein Näset? Cool, das gibt's also auch. Was ist mit dir hier? Noch? Oh, ist hier. Oh ja, so ein illegalen Nähring ausgehoben hier. Wahrscheinlich finden wir jetzt Treppe tiefer die ganzen kleinen Nähmaschinen. Oh, lecker. Kann bestimmt super Müll entsorgen da unten drin. Boah, Alter, wie mich erschreckt, Mann! Was ist denn mit ihm, die Richie? Ist das eine Krokette? Okay. Aber es ist Zeit für Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann wird's hier noch wüster als der Typ, der hier unter der Treppe hockt. Alles klar, bis dahin.